Willkommen zurück zu einer neuen sandigen Folge Mortal Kombat 11. Freut mich, dass du da draußen wieder reinstaubst. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Sandfürsten, die das letzte Video bewertet haben. Ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr das Video mit einer Bewertung unterstützen würdet. Haut ein paar Likes raus für dieses mega geile Projekt. Also bis jetzt gefällt mir Mortal Kombat 11 unglaublich gut. Und wir machen jetzt weiter mit der Story. Ingrid, ich formatiere die Systemlaufwerke und fahre uns alle runter. Leb wohl, Kuai Liang. Das ist nicht das Ende. Ich finde einen Weg, dich wiederherzustellen. Alles ist möglich. Hanzo und ich sind der lebende Beweis. Bitte, bring mich nicht als Maschine zurück. Ich kann so nicht leben. Maschine oder Mann, du hast die Seele eines Kriegers. Solange ich Großmeister bin, bist du bei den Lin Kuai willkommen. Dann bis zum nächsten Mal. Sie sind weg. Verfolgen wir sie. Zuerst sprechen wir mit Raiden. Herrin Kronika bekommt jede Hilfe, die sie braucht. Doch ohne Details kein Preis. Du wirst schon sehen. Kannst du ihn wiederherstellen? Schäden am Rahmen. Schaltkreise sind okay. Anscheinend hat jemand die Software gelöscht. Das wird nicht billig. Kann er nach der Reparatur repliziert werden? Hundertfach? Tausendfach? Sehr ambitioniert. Mit der richtigen Hilfe schaffen wir es. Dient Kronika und sie wird für euch sorgen. Stimme zu. Vertrau mir. Wem sonst kannst du vertrauen? Das war ernst gemeint. Wie ein Spiegel, der Vergangenes reflektiert. Sieh mal einer an. Über 50 und immer noch in Form. Da wäre noch die Sache mit der Bezahlung. Werden in der neuen Ära bezahlt. Kronika wird dafür sorgen, dass der schwarze Drache sich durchsetzt. Nicht nur auf dem Schwarzmarkt. Auf jedem Markt. Okay, dann lass uns loslegen. Dein Dad schon erreicht? Immer noch kein Netz. Ich hasse es, so weit weg zu sein. Dad muss die Wände hochgehen. Hab Geduld. Du kommst noch durch. Ich weiß, dass mein Dad lebt, aber es ist, als ob man einen Geist sieht. Mir geht's auch so. Aber sie sind keine Geister, sondern real. Könnte das noch seltsamer werden? Schon.
Jackson Briggs. Hab keine Angst. Ich möchte dir ein neues Leben bieten. Ein besseres Leben. Sehr großzügig. Dabei kennen wir uns nicht mal. Du kennst mich nicht. Aber ich dich. Ich weiß, du hast tapfer gedient. Und schrecklich gelitten. Das hatte ich so nicht vorgesehen. Vorgesehen? Du hättest ehrenhaft aus dem Dienst ausscheiden sollen. Viele Jahre später, als General Jackson Briggs. Wichtiger noch, deine Tochter hätte weder dienen, noch dieselben Tragödien durchleben sollen. Dein Haus sollte voller Enkelkinder sein. Hilf mir. Und es geschieht. Auch die längst ausgestorbenen Tarkatana sind zurück. Shao Kahn wird sie suchen. Er ist auf ihre Macht angewiesen. Kortals Speer haben Tarkatana-Krieger zu Kaitins verlorenem Schwarm zurückverfolgt, der Heimat Devoras. Da sie an Shao Kahns Flucht beteiligt war, fangen wir dort an. Berichte, was du erfahren hast. Ich muss mich mit den Götterältesten beraten. Wann geht's los? Auf dich warten andere Pflichten, Prinzessin. Gewinne Königin Shivas Unterstützung. Sie ist entscheidend beim Kampf gegen Kronika und Shao Kahn. Sicher kannst du... Königin Shiva vertraut mir nicht. Seit meinem Kampf mit Goro tut das kein Shokan. Shiva war deine Meinung stets am wichtigsten. Erfährt sie, dass du Kotal unterstützt, schließt sie sich uns an. Wenn es meine Pflicht so verlangt. Danke, Prinzessin. Bist du meine Freundin oder seine Gefährtin? Das war meine Idee, Kitana. Es ist in deinem Interesse. Wenn du bei Shiva Erfolg hast, wird die Kotal seine Treue schwören. Für Oshtek wie ihn gibt es keine heiligeren Bande. Ich erinnere mich, wie wir alleine so ausritten. Als Khan der Außenwelt veränderte sich mein Leben. Du dich zum Glück aber nicht. Du hast dich wirklich nicht sehr verändert in all diesen Jahren. Du bist immer noch der edle Krieger, den ich an Shao Kahns Hof kennengelernt habe. Nun bist du Khan. Erstaunlich, dass bisher noch keine Frau deine Königin geworden ist. Viele haben's versucht. Und sie sind gescheitert? Wieso? Sie waren nicht du. Frische Spuren führen zum Schwarm. Wenn Shao Kahn dort drin ist, wird er schwer zu finden sein. Die Tunnel sind endlos. Setzt sie in Brand. Wenn er sich versteckt, räuchern wir ihn aus. Kotal, wir wissen nicht, wer noch da drin ist. Dann ist es wahr? Das ist aus mir geworden? Deine Loyalität zu Kitana ist schuld. Sie führte direkt zu unserem Tod. Dann ist es eben so. Ich würde Kitanas Freundschaft mit nichts tauschen. Wie jämmerlich, dass du die Versklavung wählst. Sie und ich kämpfen Seite an Seite gegen Shao Kahn. Seine Tyrannei darf nicht andauern. Fight. Jade versus Jade. Okay, und wieder muss ich alles im Grunde neu lernen. Aber Jade war schon immer geil. Jade war schon immer ziemlich geil.
Besonders Frauen finde ich irgendwie in Mortal Kombat schon immer gut. Alter, wie das Vieh da hinten aussieht. Was ist das denn? Nicht das Ding, was wir eben gerade als neuen Freund gewonnen haben. Oh mein Gott, da hinten ist irgend so ein Tausendfüßler oder sowas eben gerade vorbeigegangen. Und sie macht ihren Blowy. Einen kleinen Blowy. Einen kleinen Lewinsky. Oh Mann, ist das widerlich. Mann, ist das widerlich. Okay, das ist kein Tausendfüßler, sondern irgendwas anderes. Jetzt kommt irgendeine widerliche Spinne. Das ist das ekelhafteste Level, das ich jemals gesehen habe. Bah! Oh Gott, ich kann mich gar nicht auf den Kampf konzentrieren, weil ich die ganze Zeit auf die Spinne gucken musste. Kann man hier noch mit irgendwas rumspielen? Oh, Moment. Hier ist irgendwas. Igitt, ist das ekelhaft. Das ist so ekelhaft, Leute. Das ist so ekelhaft. Okay, wir schauen uns mal die andere Seite an. Ah, was war denn das? Was habe ich denn da schon wieder geschleudert? Bestrafung kriege ich jetzt. Oh, ich gewinne das. Ich gewinne das, Süße. Würde gerne meinen Blowy noch sehen. Komm, schlag mich ein bisschen. Na komm. Alter, das kann man noch verwenden? Oh, sie hat ihn geblockt. Wenn wir zu einem höheren Zweck berufen werden, müssen wir... Ogna! Kuteka! Du wirst für deinen Verrat bluten, Devorah. Diese hier sorgt für das Überleben des Schwarms. Du solltest lieber fliehen, Devorah. Kotl gehört mir. Alter, Devorah ist so hart widerlich. Meine Güte, wie kann man so ekelhaft sein? Ich finde, das ist echt der schlimmste Charakter im ganzen Spiel. Also Devorah ist... Boah, wenn du so einen Madenkuss bekommst wie Melina in Mortal Kombat 10. Oh, das will man nicht. Nein, 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 das will man nicht. Ich will deinen Blow sehen. Mach mal deinen Blow. Ist das dein Blow? Holy moly! Oh, hat die mir gerade in die Mumu gestochen? Alter. Alter, der ist heftig. Hast du mir gerade in meine Vajaja gestochen? Lass dir Zeit beim Aufstehen. Oh, wie lässig, wie wir uns anlehnen. Cooler Move. Einfach nur cooler Move. Guck mal hier. Ein Baby, das ich hier ins Gesicht schleudere. Weil ich dich einfach widerlich finde. Bang. Bang, bang, bang. Mit mir willst du dich lieber nicht anlegen. Ich werde dir hart auf die Fresse geben. Und gewonnen. Willst du überleben? Sag uns, wo wir Shao Kahn finden. Geister meiner Vergangenheit. Devorah sagt die Wahrheit. Wir sind in Unterzahl. Gib mir ein paar deiner besten Soldaten. Wir werden unbemerkt das Lager infiltrieren und Shao Kahn suchen. Dein Vorschlag ist riskant. Natürlich ist er das. Gardner,
Takbakat, Takbakarak, Bagahat. Turbargat, Wakat Makshaukan, Kolkata Trabakar. Wakaga Turk, Makankata Rina Kotor Karak. Tohana! Takana, aki Tarkata. Ne, ne. Trakati! Nein. Parga. Schon in Ordnung. Parga, nein, wir werden dir nichts tun. Neti, Otono Kora. Wir suchen nach Shao Kahn. Shao Kahn? Bakterie Shao Kahn. Spannung ohne Ende, aber Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, bewerten und beim nächsten Mal wieder mit am Start sein. Danke fürs Zusehen und tschüss!